Vorhang auf für die Jagd nach dem siebten Titel. Mal wieder gehören die Adler Mannheim zum Favoritenkreis. Daran ändern auch die vielen Veränderungen im Kader und dem Trainerstab nichts. Es ist neue Saison. Jede Mannschaft wird wieder viel Kraft haben. Jedes Spiel wird natürlich auch geprägt von vielen Zweikämpfen. Das wissen wir auch. Und wir müssen einfach spielen und unsere Zweikämpfe auch gewinnen. So wie sie es im letzten Test vor heimischer Kulisse gezeigt haben. Beim 7:4 Derby-Sieg gegen die Frankfurter Löwen überzeugten die Adler besonders in der Offensive. Wir haben 7 Tore geschossen, das war sehr positiv, aber wir haben auch 4 zugelassen. Und das ist für uns zu viel. Aber ich denke, dass wir bis zur Saison da einiges noch aufholen können, ein paar Fehler abstellen können und somit dann auch defensiv ein bisschen besser stehen können als heute. Bei der Generalprobe, die am Sonntag unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Köln stattfand, haben die Adler zwar mit 1:5 Federn gelassen, trotzdem ist das Selbstvertrauen groß. Der beste Mentalcoach sind die Sieger, ne? Das wissen wir auch. Aber gleichzeitig sind nicht nur die Ergebnisse wichtig, aber auch der Weg, wie man spielt, wie wir spielen wollen, wie wir uns da präsentieren, wie wir das Spiel gestalten und dass wir auch in dem System auch bleiben. Ne? Wir wollen viel laufen, aber wir wollen gar kein Hurra-Eishockey spielen. Obwohl genau dieser Spielstil bei den Fans sehr gut ankam. In der Saison werden die Adler dann aber deutlich disziplinierter auftreten. David Wolf kennt aber noch einen weiteren Pluspunkt. Ich denke, dass wir über die letzten 5 Wochen eine Einheit geworden sind. Der Coaches-Staff, wie auch die Mannschaft, die Betreuer, alle, die mit der Mannschaft zu tun haben, sind eine richtige Einheit geworden. Wir sind zusammengewachsen und wir gehen Woche für Woche, machen wir einen neuen Schritt nach vorne, einen besseren Schritt nach vorne, verbessern uns im System, im Läuferischen, in der Fitness. Und wir freuen uns sehr auf die kommende Saison jetzt. Wir wollen zu 100% vorbereitet drauf sein. Auch wenn die Vorbereitung nicht einfach war. 11 neue Spieler galt es zu integrieren, darunter Königstransfer Ben Smith. Auf der anderen Seite gab es 13 Abgänge. Der Trainer zieht aber schon jetzt ein ordentliches Zwischenfazit. Ja, ich glaube, bis jetzt war das eine solide Vorbereitung. Ja, ich glaube, die Jungs, die haben alle mitgemacht und mitgezogen. Es ist auch keine einfache Vorbereitung gewesen. Wir haben natürlich auch sehr viel Wert an Kraft und Krafttraining gelegt und auch Kondition auf dem Eis. Da muss man sich einfach durchkämpfen. Aber sonst bin ich eigentlich mit der Art und Weise, mit dieser Work Ethic auch sehr zufrieden, die Mannschaft eigentlich gezeigt hat. Die Basis für einen guten Saisonstart ist also da. Alles andere zeigt sich am Freitag in Spiel 1 gegen Düsseldorf.